strebt, dann werden alle Kunstwerke ganz öffentlich sichtbar. Die Frankfurter Schirn macht's vor mit 10 hessischen Schulen und unter Mithilfe der Uni Gießen. Was da zu sehen ist, ist unwirklich, also wie es im Fachwort heißt, surreal und teilweise recht krass. Computerbauteile sickern in die Adern, der Mensch als Wissensmonster unaufhörlich dem Informationsstrom ausgesetzt. Das kommt zum Beispiel dabei heraus, wenn 370 Jugendliche aus 10 Schulen ihre Gedanken im Kunstunterricht mal so richtig schweifen lassen. Ja, wir haben die neueste Technologie dargestellt. Wir haben so eine Abhängigkeit zwischen Mensch und Technik dargestellt mit unserem Projekt. Und das sollen die Tasten zeigen, die nämlich langsam den Menschen infizieren. Und so erklärt der hessische Kunstexperte die Figur. Man sieht natürlich das klassische Mannequin, aber im Grunde in einer anderen, in einer Deformation. Auf der einen Hälfte ist es noch der klassische sozusagen Mannequin-Herr, den wir sehen. Auf der anderen Seite löst sich dieser Körper auch schon auf. Es ist sozusagen ein maschinell geformter Körper. Surreal sind die Werke der 16 bis 20 Jahre alten Schüler. Angeleitet wurden sie durch Gießener Kunststudenten. Sie waren mit großem Eifer und Engagement dabei. Ich war selbst ein bisschen überrascht, weil ich das aus meiner Schulzeit kenne, dass man auch gern mal das Ganze kritisch hinterfragt und vielleicht auch mal nicht so viel Lust hat. Und das alles unter den Fittichen eines berühmten Museums. Schirren macht Schule, heißt das Projekt. Aber alle Werke stehen in Frankfurts Konsumtempel Maizeil. Gestern Abend die Eröffnung und der Schirrenchef ist begeistert von den Gedanken der Jugendlichen zu Konsum und Technik. Ich glaube, sie haben natürlich mit Konsum auch zu tun, nicht nur, weil das hier in einem Einkaufszentrum stattfindet, sondern weil natürlich Konsumgegenstände ein ganz wichtiger Referenzpunkt in unserem Leben allgemein darstellen. Das wussten schon die Surrealisten in den späten 30er Jahren. Nicht umsonst sind auch die großen Objekte des Surrealismus immer auch aus Alltagsgegenständen im Grunde zusammengeformt worden. Nachdenklich sind sie, die Jugendlichen. Working like a machine heißt das Bauwerk hier auch zu sehen im Frankfurter Maizeil noch bis 25. August. Sommer wird es jedes Jahr, nur dass es manchmal keiner war. Doch brummt das Frühjahr derart los,